Kannst du noch ein bisschen bleiben? Ich habe ein Meeting um 9. Verschieb es doch. Kann ich nicht, tut mir leid. So anhänglich kenne ich dich ja gar nicht. Hast du was angestellt? Lass uns telefonieren. Dir ist schon klar, dass dein Vater will, dass du ins Krankenhaus gehst? Ja, schon, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Oh. Hallo. Hallo. Das ist Lydia, die Leiterin des Hauses. Hallo. Hallo. Hi. Jonas. Freut mich, dass ihr euch fürs Geburtshaus interessiert. Bin gleich wieder da. Du siehst richtig gut aus heute. Findest du? Ich habe echt höllische Rückenschmerzen. Ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht stehen, eigentlich kann ich gar nichts mehr. Naja, es dauert ja nicht mehr lange. Dann hast du es überstanden. So, dann wollen wir uns schon gleich mal das größte Zimmer anschauen. Ja. Oh, schon Presswehen. Geht schon los. Ich glaube, da werde ich gebraucht. Wisst ihr was? Ich zeig euch mal was. Super. Anton! Mensch, du hast dich wirklich verbessert. Du machst Fortschritte. Schön. Christopher. Gut. So. Nina. Streng dich mal ein bisschen an. Tanja, das kannst du auch besser. Kevin. Oh. Was hast du? Eine 4. Und warum fühlst du dich dann so? Naja, es ist keine 5. Und du? Eine 3. Eine 3. Du bist traurig wegen einer 3. In Kunst. Boah, du spinnst. Sie sind also gegen einen Baum gelaufen, haben sich dabei das Auge verletzt und die Schulter ausgekugelt, ja? Ja, genau so war das. Na gut, dass Sie nicht bei der Fernschlägerei dabei waren. Wer weiß, wie Sie sich sonst noch verletzt hätten, ne? Ja. Ich renke Ihnen den Arm jetzt wieder ein, ja? Kriege ich eine Spritze? Nein. Ich zähle bis 3. So. 1. Ah! Sie haben doch gesagt, Sie wollen bis 3 zählen. 2, 3. So, fertig. Spritze war ja gar nicht nötig. Den Arm die nächsten 2 Wochen schon, ja? Und wie ist es ausgegangen? Ja, wir haben gewonnen. Na, sehen Sie. Oh. Und wozu ist das gut? Jede Frau hat während der Geburt einen anderen Bewegungsdrang. Hm. Wie kriegt das Kind eigentlich Luft, wenn es unter Wasser geboren wird? Den ersten Atemzug macht es erst, wenn es aus dem Wasser auftaucht. Also, ich find's irgendwie ganz chillig hier. Abgesehen von der Badewanne ist das wie bei mir. Ja, das ist ja auch die Idee, dass die Frauen durch eine entspannte, vertraute Atmosphäre eine stressfreie Geburt haben können. Dein Vater kriegt die Krise. Aber Jonas, ich krieg doch das Kind und nicht mein Vater. Aber was ist, wenn etwas schiefläuft? Gibt es hier Ärzte? Es gibt einen Notdienst. Der ist in ein paar Minuten hier. Siehst du, wieso gehst du denn vom Schlimmsten aus? Also keine Ärzte. Und bringen Sie Ihre Versicherungskarte mit. Also hier? Notfallpraxis St. Georg. Einen Moment. Schnittverletzung durch Glasbruch. So, sofort herkommen. Sie wissen, wo wir sind? Wo bleibt Max? Keine Ahnung. Frau Hoffmann? Ja. Sorry, Leute. Hier für Sie. Blumen? Haben Sie was angestellt? Sie sind nicht von mir. Ein Bote für Sie abgegeben. Ist Paula immer noch im Geburtshaus? Ja. Für dich. Frau Hoffmann? Ja. Ach so, da. Bitte. Sind Sie Frau Fehlau? Ja. Kommen Sie bitte mit. Hallo? Frau Hofmann ist ungerecht. Anton lobt sie wegen der 3 und mich motzt sie an. Ja, mich hat sie auch blöd angemacht. Willst du? Ja. Am liebsten würde ich Frau Rotbaum sagen, dass nicht Anton das Bild gemalt hat, sondern Mama. Echt jetzt? Sie kümmert sich nur noch um meinen blöden Bruder. Ja, der hat auch ADHS.
Das ist immer die Ausrede. Hm? Mir ist schlecht. Von der Schokolade. Das kann nicht sein. Ich glaube, ich muss kotzen. Hey, ich habe eine Minute Zeit, du hast gesehen, was im Wartezimmer los ist. Hab ich. Die oder die? Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso? Gefallen sie dir nicht? Du hast gesagt, es ist total wichtig. Jetzt zeigst du mir zwei Blusen. Das siehst du völlig falsch. Es geht um die Frage, zu welcher Bluse Max morgen Abend sagen wird, ich will dich. Besser kennenlernen? Die. Echt? Ja, dann die. Ja, hab ich mir auch gedacht. Von wem sind die? Mike. Aha. Warum schenkt er dir Blumen? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Die Patienten warten. Schön sind die aber so bunt. Hm? Ciao. Tschüss. Pust. Frau Schmitz. Ihr müsst das ja nicht sofort entscheiden. Ihr könnt euch das noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Also, ich muss nicht lange überlegen. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Willst du mir jetzt etwa vorschreiben, wo ich das Kind kriege? Nein, da. Sie kann doch nicht jetzt schon nach Hause gehen. Ach, wenn es keine Komplikationen gibt, geht das. Das gefällt mir gar nicht. Tschüss. Hey, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht von der Schule befreit. Aber wir haben noch nicht zu Ende diskutiert. Ich will, dass wir das Kind im Krankenhaus bekommen. Und ich will, dass wir es hier kriegen. Na, das kann ja spannend werden. Komm. Tut das dir weh? Das hier? Hast du irgendwas gegessen, was du sonst nie isst? Also, ich habe heute nur ein Franzbrötchen gegessen. Du kannst dich wieder hinsetzen. Was hat sie? Ach, dann musst du erst mal Tanja fragen, ob du das wissen darfst. Schon okay. Also, du hast wahrscheinlich einen Infekt. Es geht nämlich im Moment ein Magen-Darm-Virus um. Aber wenn es dir in ein paar Tagen nicht besser geht, kommst du auf jeden Fall noch mal her, ja? Mach ich. Gut, jetzt rufen wir noch deine Eltern an. Die sind nicht zu Hause. Ich rufe sie auf dem Handy an. Okay. Ich schreibe dich für morgen krank, damit du dich ein bisschen erholen kannst, ja? Du hast es gut. Warum willst du nicht einfach in ein Krankenhaus? Olaf, bitte. Im Geburtshaus kann ich Paula als Hebamme dabei haben. Im Krankenhaus nicht. Stimmt, da hat sie keinen Vertrag mehr. Siehst du? Ich schätze Paula sehr, aber... Sie hat mich und Nina auf die Welt gebracht. In einem Krankenhaus damals, ja? Mit Ärzten. Was ist denn? Das ist fälschlicherweise bei mir gelandet. Das ist ihr Patient. Das ist doch meine Entscheidung, ob ich ins Geburtshaus gehe. Wir diskutieren das später. Du willst im Geburtshaus entbinden? Toll. Das war ja klar. Man kann auch so reagieren und muss nicht gleich ausflippen. Das ist doch ein Patient von Tobias. Oh, sorry. Paula, das ist die falsche Akte. Zum Glück ist mir diese Diskussion erspart geblieben. Zu meiner Zeit mussten Männer bei der Geburt auch nicht dabei sein. Haben Sie etwa gelauscht? Gezwungenermaßen. Ich dachte, deine Mutter ist nicht zu Hause. Hallo, ihr beiden. Wo wart ihr so lange? Wir waren was gibt's zu essen? Kartoffelauflauf. Oh Mist, der muss aus dem Ofen. Na, kannst du schon wieder was essen? Ich hab Mordshunger. Okay. Kein Wort, Petze. Sonst erzähl ich allen, dass Mama das Bild gemalt hat. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Tanja, lass deinen Bruder in Ruhe, okay? Hey, warum sagst du deiner Mutter nichts? Ich weiß nicht, wovon du redest. Warum machen Sie sich solche Sorgen? Eine Geburt nur mit einer Hebamme war früher ganz normal. Eine hohe Müttersterblichkeit war früher auch ganz normal. Ja, aber Sie können auch nicht den Stand der Medizin von heute mit dem von vor 100 Jahren vergleichen. Ich habe nicht damit angefangen. Gut, Punkt für Sie. Fakt ist, seit Kinder in Krankenhäusern auf die Welt kommen, ist diese Rate massiv gesunken. Na, da können Sie ja froh sein, dass Jana keine Hausgeburt will. Ich finde, eine Schwangere sollte selbst entscheiden, wo sie ihr Kind bekommt. Theoretisch bin ich Ihrer Meinung, aber hier geht's nun mal um meine Tochter. Und um meinen Sohn. Wenn Jana ins Geburtshaus will, finde ich, sollten wir sie dabei unterstützen. Und ich finde, das ist eine Sache zwischen Jana und mir. Hallo, habe ich was Falsches gesagt? Das Baby macht sich bemerkbar. Ja.
Hast du eigentlich schon neue Ultraschallbilder? Mhm. Ja. Zeig. Ja. Oh, ist das süß. Sieht dir auch schon voll ähnlich. Oh, ich freue mich so drauf. Du, darf ich eigentlich noch mal fühlen? Klar. Weißt du was, ich würde gern Patentante werden. Du bist ja gar nicht aufdringlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt getauft wird. Ja, das ist mir doch egal. Ich will auch Patentante werden, wenn es nicht getauft wird oder wenn es muslimisch getauft wird oder so. Wird doch nicht muslimisch getauft. Okay, und wie wird man dann Muslim? Was soll ich das wissen? Willkommen im Hafen der Ahnungslosen. Wegen vorhin. Ich will einfach kein unnötiges Risiko eingehen. Ja, ich weiß. Aber das Leben ist Risiko. Aber Philosophie hilft jetzt auch nicht weiter. Geht es hier eigentlich um Ihre Tochter oder um Sie? Eine Psychologin war auch noch im Haus, das wusste ich gar nicht. Ja, man muss ja nicht Freud sein, um zu sehen, was los ist. Ja, was ist denn hier los? Sie reagieren total irrational. Nur weil ich Ihre Meinung nicht teile? Darum geht's doch gar nicht. Sie sturer Öküs. Was bin ich? Schauen Sie im Wörterbuch nach. Hallo und tschüss. Was hat sie? Öküs. Und was ist das? Schau im Wörterbuch nach. Eine Geburt ist was wahnsinnig Gefährliches. Eine Geburt ist etwas Natürliches. Natürlich heißt noch lange nicht, dass es ungefährlich ist. Okay. Was ist, wenn was passiert? Was ist, wenn Jana in Lebensgefahr gerät? Was ist, wenn das Baby Sauerstoffmangel hat? Stopp, Jonas. Du steigerst dich in etwas hinein. Mama, bitte. Du musst mit Jana reden und sie davon überzeugen, ins Krankenhaus zu gehen. Ich wollte sie eh mal treffen. Ich werde dann mal nachhorchen. Und wie war eigentlich euer Date? Es war kein Date. Wie du meinst. Hör auf, mich mit Mike zu verkuppeln. Aber er ist cooler als. Ich habe eine Beziehung und das weißt du ganz genau. Ochse. Was? Oküs bedeutet Ochse. Warum bist du ein Ochse? Was meinst du? Wir sind unterschiedlicher Meinung, wo Jana das Kind auf die Welt bringen soll. Also ich krieg gar nicht mehr mit, was alles bei dir los ist. Wollen wir ein Trinken gehen? Wir haben lange nicht mehr geredet. Schlag was vor. Wie war's mit morgen Abend? Da bin ich schon verabredet. Okay. Verstehe. Sophie. Dann wär's wohl ernst. Sieht so aus, ja. Also, als Opa kommst du ja noch richtig in Fahrt. Und Anna wäre bestimmt deine tolle Oma gewesen. Anna hätte dich einen Kopf kürzer gemacht, wenn du sie Oma genannt hättest. Diesmal darf nichts schiefgehen. Max, dich trifft keine Schuld. Ich darf nicht zulassen, dass Jana irgendwas passiert. Also ist es in Geburtshäusern wirklich so gefährlich? Woher soll ich das wissen? Ich war noch nie in einem. Das solltest du dann ändern. Vergiss es. Okay. Wieso könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Naja, sie sorgen sich um dich. Jonas hat doch bestimmt nur Angst, dass wir mit dem Baby gleich wieder nach Hause kommen und wir dann alleine sind. Also wenn es so ist, kann ich es ehrlich gesagt ein bisschen nachvollziehen. Und Papa hat eh vor allem Angst, was er nicht kennt. Dein Vater ist Arzt und er möchte, dass seine Tochter bestmöglich versorgt wird. Aber trotzdem, er kann mir doch nicht verbieten, ins Geburtshaus zu gehen. Er will es dir auch nicht verbieten. Geht es dir ums Prinzip? Nein, nein, natürlich nicht. Warum wehrst du dich dann mit Händen und Füßen gegen das Krankenhaus? Das ist meine Geburt und ich muss mich doch dann wohlfühlen. Ich verstehe dich ja. Ich sehe das genauso. Wieso verstehen die das dann nicht? Was kann ich machen, um Jana zu überzeugen? Also auf jeden Fall solltest du offen mit ihr reden. Und dann nimm mal was. Was außergewöhnlich ist. Hast du mit Mama auch was Außergewöhnliches unternommen?
Naja, einmal sind wir auf dem Baugerüst hochgeklettert und haben dann spontan auf dem Hausdach gepicknickt. Das war schön. Wenn man vom Teufel spricht. Das habe ich gehört. Hi, Mama. Hallo. Hallo, Mike. Hi. Und? Geburtshaus. Mist. Jana wartet unten. Bis die Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Mama. Und? Ja, Jonas wollte mit mir reden. Von Mann zu Mann. Wegen Geburtshäusern und so. Mhm. Und was ist deine Meinung dazu? Willst du sie wirklich hören? Du weißt, dass der Kuss für mich keine Bedeutung hat. Ja, ja, schon klar. Du mischst dich in Sachen ein, von denen du keine Ahnung hast und bringst alles durcheinander. Ich will dir ja nicht in die Quere kommen. Du machst das ganz gut, was du machst. Aber wenn man so mit mir reden will, dann will ich für ihn da sein. Ja, ist ja gut. Ich bin müde. Verstanden. Tschüss. Na dann, schlaf gut. Ich will ja auch sehen, wo mein Enkel auf die Welt kommt. Die Tatsache, dass ich jetzt hier bin, heißt nicht, dass ich fürs Geburtshaus bin. Ist schon klar. Aber eine Bitte, seien Sie nicht so schroff zur Hebamme. Die kann nichts dafür. Wir kommen ja noch einen kostenlosen Benimmkurs. Wir haben keine Benimmregeln im Geburtshaus. Hallo, ich bin Lydia. Dr. Eiden. Dr. Walter. So viele Ärzte hatten wir ja noch nie hier. Ja, das ist ja das Problem. Ich meine, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Einrichtung zeigen. Das hier wird Sie vielleicht interessieren. Das ist unser CTG. Was ist, wenn was schiefläuft? Wir haben Notfallmedikamente und arbeiten eng mit dem Rettungsdienst zusammen. Mhm. Wie schnell sind die hier? In maximal 10 Minuten haben wir die Schwangere im Klinikum St. Georg. 10 Minuten. Im Krankenhaus sind die sofort da. Ein Krankenhaus? Das ist was für Kranke. Sehen Sie die Schwangerschaft als eine Krankheit an? Ein Wortspiel. Hey, was machst du hier? Bist du wieder gesund? Ich bin fit. Außerdem schreiben wir nächste Woche Physik. Hast du das mit der Krankschreibung deiner Mutter erzählt? Was ist denn mit dir los? Du bist ja schlimmer als mein Bruder. Wieso lügst du deine Mutter an? Du bist dran. Was hast du? Mir ist schwindelig. Draußen gebe ich dir noch eine Broschüre. Ist klar. Zwillingsgeburten machen wir nicht. Auch keine Frühgeburten. Wir nehmen Schwangere von der 37. bis zur 42. Woche auf. Ja, das hört sich wirklich alles sehr professionell an. Wir würden Ihre Tochter gern bei uns aufnehmen, sofern Sie es möchten. Ja, ich habe mir das Ganze anders vorgestellt, das muss ich zugeben. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Jo. Also dann? Wir melden uns. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ist doch toll. Jana, wird hier nichts passieren. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wie kommen Sie darauf, dass ich Angst habe? Das sehe ich doch die ganze Zeit in Ihrem Verhalten. Lassen Sie noch mal los. Warum will mir jeder sagen, was ich zu tun habe? Meine Tochter kriegt das Kind, oder? Ich kann nicht ewig warten. Jetzt sei mal nicht so ungeduldig. Frau Dr. Eide nimmt dich schon gleich dran. Du bist doch irgendwie krank. Willst du nicht wissen, was du hast? Guten Tag. Ach, da seid ihr ja. Mama, was machst du denn hier? Nina hat mich angerufen. Petze. Hallo, komm rein, Tanja. Hallo, schön, Moment. Aiden, setzen Sie sich bitte. Ich hatte Ihre Tochter eigentlich krank geschrieben. Tanja, sowas darfst du nicht von mir verheimlichen. Würdest du dich dann mehr um mich kümmern? Ich bin immer für dich da. Das stimmt doch gar nicht. Du hörst mir nie zu. Immer geht es nur um Anton. Die ist also schwindelig geworden, ja? Also, mein Sohn Anton hat's nicht so leicht in der Schule. Okay. Wir nehmen dir jetzt erstmal ein bisschen Blut ab und machen ein EKG. Hm?
Mir geht's gut. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Tanja, du machst jetzt, was die Ärztin sagt. EKG ist in Ordnung. Bis auf die erhöhte Herzfrequenz ist der Befund unauffällig. Aber irgendwas stimmt doch nicht mit ihr, oder? Eventuell Flüssigkeitsmangel. Sie sollte in den nächsten Stunden sehr viel trinken. Okay. Und wenn es das nicht ist, dann... Wir schauen erst mal, was die Blutuntersuchung ergibt. Dann weiß ich mehr. Kann sich anziehen. Können Sie heute Nachmittag noch mal vorbeikommen? Dann habe ich die Werte aus dem Labor. Ja, ich muss schauen, was ich mit meinem Sohn Anton mache. Anton, Anton, Anton. Jetzt bin ich mal krank und Anton ist trotzdem wichtiger. Tada! Willst du mir einen Antrag machen? Oh, was für ein Antrag? Naja, so eine romantische Gondelfahrt. Komm, wir steigen jetzt ein. Du willst mich doch mit der Aktion überreden, ins Krankenhaus zu gehen. Nein, auf keinen Fall. Danke. Das war eine echt coole Idee. Ich habe neulich von meiner Mutter geträumt. Deine Mutter fehlt dir sehr, oder? Ja. Es war schön, sie zu sehen, aber ich wusste auch, dass sie nicht mehr da ist. Immer wenn ich in ein Krankenhaus komme, dann dieser Geruch von Desinfektionsmittel, Medikamenten und jedes Mal kommen die Erinnerungen hoch. Deine Mutter ist im Krankenhaus gestorben? Mein Vater hat bis zur letzten Minute alles versucht, um sie zu retten. Verstehe. Hör mal, Jonas, wenn du immer noch willst, dann bekommen wir das Kind im Krankenhaus. Ich schaff das schon. Wir kriegen das Baby im Geburtshaus. Sicher. Hey. Hey, Nena. Papa mag keine Aubergine. Wie kommst du darauf, dass ich für Max koche? Er hat gesagt, dass er dich heute Abend trifft. Er steht total auf scharf. Du musst überall ganz viel Chili reinhauen. Echt? Ist ja gut zu wissen. Danke für den Tipp. Kann ich dich auf den Kakao einladen? Du willst mich doch nur wegen Papa ausquetschen. Und wenn schon, kannst du auch Quatsch erzählen. Geht trotzdem nicht. Oma wartet schon. Sie passt heute Nachmittag auf mich auf. Sie auf dich oder du auf sie? Na, mal so. Tschüss. Tschüss. Und hier, danke nochmal, ne? Na, was spuckst du denn mit dem Kopf rum? Praxis, Yunus, Janas Schwangerschaft. Mhm, bald bist du Oma. Sag nicht Oma zu mir. Ist mich beruhigt. Ich habe mich schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber dir scheint es wieder richtig gut zu gehen. Wieso das denn? Mir ging's noch nie besser. Mhm. Na, das ist ja eine Überraschung. Was machst du denn hier? Ich habe gerade mit ein paar Musikern hier gegessen. Das ist ja ein Zufall. Okay, frohes Schaffen weiterhin. Ah, wir sind schon fertig. Willst du zu uns essen? Aber wir wollten noch gerade gehen. Also wir sind nicht mehr so lange da. Ja, für einen Drink oder so? Ja, für einen Drink ist okay. Darf ich bei der Gelegenheit mal was Persönliches fragen? Nur zu. Warum habt ihr euch getrennt? Die Blinks. Du kennst meine Band. Ja, ihr habt mal richtig gute Musik gemacht. Danke. Ich muss mal telefonieren, ja, wichtiges Telefonat. Ja, sie ist eine wahnsinnig gefragte Frau. Mm, sieht so aus. Bierchen? Warum nicht? Ja, was ist los? Ich habe ja ständig so ein Ziehen. Das könnten Wehen sein. Warum hast du nichts gesagt?
keine Ahnung. Ich dachte, das wäre einfach nur das Kind, was sich bewegt. Oh Gott, oh Gott. Wie oft kommen die Wehen? Alle 10 Minuten vielleicht. Wir müssen ans Ufer. Schnell. Alles klar. Aha. Katastrophe auf 4 Beinen. Beide Typen an einem Tisch. In der Zurückgehe kriege ich einen Krampf. Hau doch einfach ab. Was? Nee. Das geht nicht. Auch eine Schwäche. Mach ich niemals. Außerdem liegen da noch meine Jacke und meine Tasche. Der süße Herr Teufel ist ein Eichhörnchen. Jonas, ruf meinen Vater an. Das mache ich doch schon. So, dann bitte tief ein- und ausatmen. Entschuldigung, ich muss da eben mal rangehen. Jonas? Okay, okay, eins nach dem anderen. Wo seid ihr? An der Alster. Was? Wieso? Na gut, ist jetzt auch egal. Ruf einen Krankenwagen und fahrt ins St. Georg. Ja, das habe ich. Aber Dr. Walter, das ist nicht das, was sie will. Wir kriegen das Kind im Geburtshaus. Ihr müsst in ein Krankenhaus. Jana ist erst... Hallo? Ah. Der kann doch nicht einfach auflegen. Will ich kommen und deine Tasche da rausholen? Oh ja, bitte. Und mich auch vor allen Dingen. Heute ist auch leider schlecht mit Rettung, weil ich doch auch Männerbesuch bekomme. Wenn auch nur 2 Beine. Kommt jetzt die Blusensituation? Ja, und ich bin wahnsinnig aufgeregt. Und du meinst nicht, dass das Ding hier zu heiß ist? Sibel? Hallo? Warum geht die nicht an ihr Telefon? Hier ist alles drin, was Jana in den nächsten Tagen braucht. Danke. Hier los, worauf warten Sie? Wir müssen. Ins Geburtshaus könnte ich mitkommen, aber mit dem Krankenhaus habe ich keinen Vertrag mehr. Oh, hatte ich völlig vergessen. Immer diese Regeln. Viel Glück. Max, was gibt's? Das Kind kommt. Weißt du, wo Sibel ist? Oh Gott, ja, die ist im Café im Rosengarten. Dann, Gott, ja, dann drücke ich euch die Daumen, ja? Und meldet euch. Versprochen. Gut. Hundertmal angehört oder ja, öfter. Das ist aber schlimm. Ich fand es 14 noch besser. Fandest du, ne? Ja. Wo warst denn du so lange? Ich habe eine sehr gute Freundin beraten, die in einer sehr schwierigen Lage steckt. Dr. Aydin! Hä, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera? Warum ist denn Ihr Handy aus? Mein Akku ist leer. Ich versuche Sie zu erreichen die ganze Zeit. Es geht los. Es geht los? Tag, Jan. Rufst du mich an? Wir wollen ins Geburtshaus. Wie viel der Woche? 35. Bis 2 Wochen zu früh. Dann müssen wir ins Krankenhaus. Wahnsinn, das Baby ist gleich da. Ja, so schnell wird das nicht gehen. Du bist ja richtig aufgeregt. Du nicht? Doch, total. Ich bin heute für Sie da. Alles gut, meine Kleine? Gut, dass Sie da seid. Wir sind bei dir. Was machen die Schmerzen? Es tut schon sehr weh, aber es geht noch. Wir sind da. Wir helfen dir da durch. Und Sie warten dann bitte hier, ja? Warum? Was soll das? Wir sind Ärzte. Arbeiten Sie hier? Nein. Aber sie hat mal... Glauben Sie, dass Sie meinen Job besser machen können als ich? Naja. Nein. Na also. Nein. Geburten sind in meinem Fachgebiet. Muss das alles sein? Ja. Damit können wir die Herztöne Ihres Babys hören und die Venenintervalle aufzeichnen. Und die Hebamme wird dann anschließend noch untersuchen, ob sich der Muttermund schon geöffnet hat. Ganz schön viele Untersuchungen. Naja, immerhin ist Ihre Freundin 5 Wochen zu früh dran. Da wollen wir doch nichts riskieren, oder? Demonstrative Ruhe macht mich nervös. So stehen Sie die Geburt nie durch. Es kann noch ewig dauern. Was war das eigentlich für ein seltsames Doppeldate, aus dem ich Sie da rausgerissen habe? Das war kein Date. Ach so, ganz normales Mittagessen mit Freund und Ex-Freund. Es würde ewig dauern, das zu erklären. Ja, wir haben Zeit. Haben Sie selbst gesagt. Okay, Sie wollen über was Privates reden. Wie läuft's denn mit Sophie? So privat muss es auch wieder nicht sein.
Aber schön lieb sein zu ihr, ja? Nicht das Herz brechen. Was haben Sie eigentlich für eine Meinung von mir? Und außerdem, das Leben ist Risiko. Hm? Haben Sie selbst gesagt. Gut aufgepasst. Mhm. Die haben doch gesagt, du sollst dich nicht bewegen. Ich will mich aber bewegen! Was ist passiert? Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Bett und ich will diese ganzen Kabel abmachen. Jana, die müssen ins CTG schreiben. Das ist doch ein Witz! Setz dich mal auf! Hast du das so gerade rumgekriegt? Ja, da sind irgendwelche Toleranzgrenzen, weil du dich unnötig aufregst. Atme mal tief durch. Nur zu deinem Schutz und für das Baby. Das nervt dich aber alles ganz schön! Ich hab mir die Geburt irgendwie anders vorgestellt. Wie weit hat sich denn der Muttermund schon geöffnet? Noch gar nicht. Ich möchte zu Dr. Aydin. Meine Tochter geht's nicht gut. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Sie ist bei einem Notfall, aber ich bringe Sie zu Dr. Olsen. Er ist ein hervorragender Arzt. Vertrauen Sie mir. Herr Dr. Olsen, ein Notfall. Hier in den Behandlungsraum. Komm. Ich schwitze ganz schön. Mir ist zu heiß. Sie hat plötzlich gezittert. 39,2. Danke. Also der Puls erhöht sich. Den müssen wir erstmal runterbringen. Eine Ampulle mit Prolol aufziehen, bitte. Okay. Anton, hör auf. Danke. Der Puls geht wieder runter. Was hat sie? Dafür ist ein bisschen zu früh, aber jetzt ist sie erstmal wieder stabil. Und sie kann nach Hause. Danke. Gute Besserung. Eigentlich müsste sich der Muttermund schon 2 bis 3 Zentimeter geöffnet haben, wenn die Wehen alle 10 Minuten kommen. Das ist eine Frage der Zeit. Warum muss das Kind jetzt noch zu früh sein? Machen Sie sich nicht verrückt. Es ist jetzt so, wie es ist. Ja, gut, dass wir in einem Krankenhaus sind. Mhm. Das finde ich allerdings auch. Aber Jana hätte sich natürlich schon gewünscht. Ja, das kann schon sein, aber fürs Geburtshaus ist Jana 2 Wochen zu früh. Ne? Ja, ich weiß. Da gibt es strikte Regeln. Die gehen eben auch auf Nummer sicher. Nichts ist sicher, das wissen wir beide doch am besten. Heute im Geburtshaus, da bin ich Ihnen zu nahe getreten. Es tut mir leid. Anna hat losgelassen. Aber ich konnte es nicht. Was ist denn so spannend? Meine Mutter und dein Vater sind da unten. Toll. Mein Vater und Sibel können nett spazieren gehen und mich haben sie ans Bett gefesselt. Bekommst du eine Wehe? Mhm. Sag mal, Yunus, wie wird man eigentlich Moslem? Keine Ahnung. Bist du nicht getauft worden? Nein, beschnitten bin ich ja auch nicht. Willst du etwa, dass unser Kind Moslem wird? Du? Keine Ahnung. Kannst du auch was anderes sagen als keine Ahnung? Keine... Wieso kriegst du keine Wehe? Du bist viel weniger nervig, wenn du eine Wehe hast. Danke. Praxis. Aydin? Ist das Baby schon da? Nein, das kann noch dauern. Ist alles in Ordnung in der Praxis? Tanja Schönemann ist wieder hier. Also ihr Zustand hat sich verschlechtert. Aha. Heute Morgen ging es ihr aber noch gut. Was ist passiert? Sie ist stark geschwitzt, ihr Herz raste und sie hat am ganzen Körper gezittert. Haben Sie bei der Anamnese etwas erfahren, was die Symptome erklären könnte? Nein. Könnte es ein anaphylaktischer Schock sein? Gibt keine Hinweise auf eine Allergie. Die Symptome könnten auch zu einer Schilddrüsenüberfunktion passen. Stimmt. Also ich habe erst mal einen Beta-Blocker gespritzt und jetzt müssen wir abwarten, wie sich die Symptome entwickeln. Alles klar. Viel Glück. Bis dann. Ciao. Ah, danke. Alles okay? Was ist los? Falscher Alarm. Wie jetzt? Das Baby will anscheinend noch nicht kommen. Oh, es tut mir so leid. Ist doch scheiße. Komm.
wahrscheinlich ist es auch. Quatsch. Sowas passiert ständig. Ein paar Wochen müssen wir noch mal durch den ganzen Stress. Du bist in der 35. Woche, das ist eh zu früh. So ist es besser. Jetzt wisst ihr, wie es läuft. Das war quasi die Generalprobe. Wiedersehen. Wenn die Laborwerte keine Hinweise geben, dann müssen wir Tanja durchs MRT schicken. Was ist das denn? Methylzensidat? Das kann doch gar nicht sein. Nehmen die Kids so früh schon Ecstasy? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, Methylzensidat ist in kleinen Dosen, zum Beispiel auch in Zensalin. Also hat Tanja ADHS und zu hoch dosiert? Kann sein. Anton, hör auf mit dem Quatsch. Was denn? Hast du ein Medikament genommen? Die Schachtel war leer. Leer? Das kann doch gar nicht sein. Oh, Dr. Eiding, gut, dass Sie kommen. Hat Tanja ADHS? Nein. Mein Sohn. Und er nimmt Zensalin? Ja. Wir haben den Wirkstoff von Zensalin in Tanjas Blut gefunden. Meinen Sie das? Tanja, hast du Antons Medikamente genommen? Ich wollte doch eine bessere Noten, damit du mich auch mal lobst. Ich kann nicht glauben, dass Tanja das gemacht hat. Studenten nehmen das Mittel zur Leistungssteigerung, aber inzwischen nehmen es leider auch Schüler. Also kamen die Beschwerden ganz sicher von dem Medikament? Was bei Kranken wie ein Medikament wirkt, wirkt bei Gesunden wie eine Droge. Und Tanja hat überdosiert. Ich hatte keine Ahnung. Ich war so froh, dass bei meiner Tochter alles funktioniert. Sie ist so selbstständig. Ich habe nicht dran gedacht, dass sie sich ausgeschlossen fühlen könnte. Jetzt muss ich mir auch um Tanja Sorgen machen. Sie braucht jetzt auf jeden Fall ihre Mutter. Ja. Gibt es bleibende Schäden? Wenn sie aufhört, das Zensalin zu nehmen, dann nicht. Fehlalarm hat auch was Gutes. Ja. Ja. Jetzt haben wir das Ganze mal durchgespielt. Und wir wissen, was wir wollen und nicht wollen. Eigentlich mögen wir doch beide keine Krankenhäuser. Da könntest du recht haben. Ich würde schon lieber in ein Geburtshaus. Was meinst du dazu, Jonas? Jan hat sich dort echt gut gefühlt. Also, wenn ihr euch dort wohler fühlt, es ist eure Entscheidung. Das hätte Mama auch gesagt. Yunus, benutzt doch einmal deinen eigenen Schlüssel. Ich habe leider keinen Schlüssel. Du musst doch nie einen kriegen. Schade. Yunus ist nicht da, oder? Nein. Warum ruft mich eigentlich nie jemand an? Yunus hat mir nur eine SMS geschickt, das war's. Fehlalarm, ist noch nicht so weit. Wie Fehlalarm? Wie geht's Jana, wie geht's dem Baby? Ihr könnt mich doch nicht einfach so hängen lassen. Jetzt übertreib doch nicht so. Ich bin Teil dieser Familie, das solltest du mal langsam akzeptieren. Ach, deswegen bist du auch einfach so reinspaziert, oder? Sorry. Hast du vielleicht eine Tasse Tee übrig? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe mir gerade einen Wein aufgemacht. Auch gut. Hi. Hey. Was ist denn mit dem Kind? Ach so, das lässt dir noch ein bisschen Zeit. Dafür bin ich jetzt da. Komm.
Ja, du bist wirklich eine außergewöhnliche und sehr faszinierende Frau. Und dass wir jetzt hier so gemeinsam auf deinem Sofa sitzen, ist ja doch eine Verkettung von sehr glücklichen Umständen. Rotwein, Kerzen. Ja, ich finde dich einfach, weil du so bist, wie du bist. Bist du fertig? Ich bin tierisch aufgeregt. Ja. Und wie kommen denn die beiden damit klar? Das war schon eine ganz schöne Aufregung. Wow. Das sind nur die ersten 3 Jahre. Süß. Guck mal, der erste Zahn. Ich glaube, ich habe so einiges verpasst. Guck mal hier. Voll deine Augen.